Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Im letzten Part haben wir den Tathergang eigentlich ganz schön beschreiben können, bei dem dann die Skalkenbrüder die Täter wären. Aber von Seeks hat da einen Widerspruch gefunden, denn nach unserer Erklärung hätten sie zwei Schüsse mit ihrer Waffe abgeben müssen. Einmal auf das Opfer Windybank und eben noch auf Sholmes. Aber es wurde ja nur eine oder nur ein Schuss von ihrer Waffe abgegeben und der andere kam von der Waffe von Windybank selber. Wie können wir das erklären? Order, order, order! Das ist so stylisch immer. Pray for gifted his courtesy of flinging the dregs of this hallowed nectar into the public gallery. Lord von Seeks? But this court needs to open its eyes. The accused Miss Gina Lestrade is no ordinary little girl. Despite her young years, she can, regrettably, no longer be described as a juvenile. No, the person in the dock is far from a law-abiding citizen. She has a past riddled with criminal conduct. Ja, haben die Zeugen aber auch und sogar mehr, deutlich mehr als Gina. The truth is, the accused broke into the pawnbrokery on the night in question with loathsome intent. As we can see beyond doubt in this print, which depicts her threatening the victim with the murder weapon. And I have here in my possession one more piece of evidence the prosecution wishes to present. Ah, die Disk. Der Disk, die kennen wir schon, ja. Die hat dann eben Gregson an sich genommen, richtig? I'll be taking that whatever it is of McGill, it's down to the yard. Thank you very much. No, don't. Don't give it to him. It's mine, that is. Mine. I'm sorry, miss. But anything belonging to McGill, it has to be taken in as evidence now. Yes, that music box disc. McGilded's music box disc. The very day before the hateful murder of Mr. Windybank. The accused attempted to make off with this article, which clearly doesn't belong to her. And with none of the subtlety of a pickpocket, I might add, but by brute force and brazen impudence. Subtilität. Good gracious! Make no mistake, any sympathy for the accused on account of her years is misguided and dangerous. There are no depths to which this girl would not stoop if pushed, no crime she would not commit. The court forgets that fact at its peril. Ja, die Zeugen sind aber noch schlimmer als... Ja, und Gina ist auch nicht so schlimm. I see. Die Zeugen sind viel schlimmer. I think it would be prudent to take this music box disc into evidence, counsel. As a grim testament to the defendant's character, glaube ich. Lord von Seeks, Inspector Gregson? What? Yes, Inspector. We had a meeting yesterday at the yard with the prosecution service and, I think it was agreed that that disc wouldn't be used as evidence. Aber er fühlt sich in die Ecke gedrängt, von Seeks. Das finde ich gut. What's this all about? Why is the inspector acting strangely? Ja, weil die Disk irgendetwas mit einem größeren Fall zu tun hat, den sie ja untersuchen. That's the first time he said anything to von Seeks at all. I am unaware of any such meeting. But those were the instructions right from the top. The government big wigs were insistent. Inspector, I am the prosecutor and I alone determine how to present my case. Your warning is noted, thank you. The prosecution wishes to proceed with submitting this disc as evidence, my lord. Indeed, bailiff? So, die kennen wir ja schon. Metal disc used to play music, bla bla, on the reverse. Ja, kennen wir schon. Ich schaue sie mir, oder? Ja, ich schaue sie mir trotzdem kurz an. Moment. Ganz kurz. Jetzt haben wir schon die dritte Seite sogar. Eieiei. So viele Beweise. So, aber haben wir uns doch schon mal angeschaut. Da steht McGilded. Aber ich glaube, Ibis sagt jetzt was Neues dazu vielleicht. For McGilded. That's the man you defended in court a couple of months ago, isn't it, Runo? Yes. Or rather, mistakenly defended. I wonder what his name is doing on the back of this disc. That's a question I'd love to know the answer to myself. Nee, ist glaube ich sogar derselbe Text, tatsächlich.
Stimmt. Wir haben Blut. Iris! Oh, Runo, look! Mehr Blut! Ich liebe es! Das ist Blood! Yay! Yes, you're right. Just a small smear, but definitely blood. Actually, I feel as though I might have noticed that before. Haha, then it's my time to shine again! I thought I'd be waiting forever! Ich kann schon mal überlegen, ob ich da drauf komme, wem das Blut gehört. So, die war im Mantel von McGilded, den China dann hatte. Ja, es könnte einfach auch Mason sein, aber das wär zu einfach und zu langweilig sogar, finde ich fast, oder? Aber eigentlich ergibt nur Mason Sinn, weil es war im Mantel, den McGilded da trug, als er auch den Mord begangen hat an Mason, das wissen wir mittlerweile ja auch quasi, dass er der Mörder ist. Lila war das ja, glaube ich, die Farbe von Mason. Und auch auf dem Ticket, was er hergegeben hat, oder was er bekommen hat für den Mantel, ist ja das Blut von Mason drauf. Und auf dem Mantel selber war ja auch ultra viel Blut von Mason. Also eigentlich ergibt nur Mason Sinn. Aber es wär cooler, wenn es jemand anderes wäre. Einfach nur wegen einem WTF-Moment. Aber am meisten Sinn würde Mason ergeben. Alright, hold still with that disc, Runo. Can we get this done quickly, Iris? In a flash! Oh, es ist interessant. WTF! Grün war auch die Farbe am Kalender, richtig? Wo ich eigentlich dachte, dass es Sholmes wäre. Also Sholmes würde das Sinn ergeben. Ergibt es Sinn, also ich weiß nicht sicher, ob das Sinn ergibt, dass das jetzt das Blut von Sholmes ist. Also, weiß ich nicht. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber am Kalender, das Blut muss doch Sholmes gewesen sein, oder? Oh, a lovely bright shade again. Wait, that color. What is it? It's just that green. It's not the first time we've seen that color, is it? Okay, wurde auch hinzugefügt. Okay, war schon mal wichtig, dass wir uns die nochmal angeschaut haben. Jetzt ganz kurz. So, genau, grün kennen wir noch nicht. Aber ja, das war beim Kalender. Genau, Mason ist eben lila. Windy Bank ist blau. Und hier ist auch wieder grün. Also irgendjemand hat auf der Disc und auf dem Kalender Blut hinterlassen. Ja, das muss doch Sholmes sein, oder? Das ergibt doch nur so Sinn, finde ich. Und ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, dass... Achso, nee, Blödsinn. Warte mal, das wissen wir doch eigentlich schon. Das war doch Eggert Benedict, oder? Fällt mir gerade auf. Weil das war doch irgendwie so, dass das Blut doch da drauf gekommen ist, wo China und Benedict um die Disc gekämpft haben oder irgendwie so. War da nicht irgendwie? Ich weiß nicht mehr genau. Aber irgendwas war da und ich glaube, dadurch ist dann das Blut drauf gekommen. Also gehört das Benedict. Also gehört das Blut hier auch Benedict. Hä? Verstehe ich nicht. Aber okay, wir machen erstmal weiter. The prosecution has established the accused's motive, opportunity and baseness of character. There's nothing more to add. Ladies and gentlemen of the jury, I await your informed decisions and rest my case. I don't believe it. I had the jury on my side for once, for all of 5 minutes. Oh dear, it wasn't even for 5 minutes, Runo. My lord! Wonder if I might say something at this point. Proceed, Mr. Foreman. Been stumbling about in a bit of a fog up to now, if truth be told, but all of a sudden... The answer's plenty obvious to me and my man. There's only one thing for it. Oh no. Very well. The court will hear from the jury. Ladies and gentlemen, you will present your leanings as to the defendant's culpability. Guilty. 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 Noch eine Summation Examination. Echt schon wieder? Wir hatten noch erst eine. We have a consensus among the jury, it seems. When you have eliminated the impossible, whatever remains must be the truth. Das ist sehr cool, dass er da...
Genau, sie sagt's auch. Das ist tatsächlich eine Sherlock Holmes, ein Sherlock Holmes Zitat ist. That's my line, I wrote it for Hurley. Ah, how dare he use it against us. Das ist richtig cool. Don't worry, Iris, I don't think we're finished yet. There's still more to this case than we realize. There must be, because there's one thing that I'm absolutely certain of. Gina didn't shoot Mr. Windybank. That's beyond any doubt. Very well. We will proceed with the second summation examination of the day. Er fragt sogar gar nicht nach, ob wir eine machen wollen. Mr. Foreman, are you and the other jurors ready? Gabby Depp's squadron is primed and ready for action, sir. Very good. So, ladies and gentlemen of the jury. You will each explain on what grounds you have now determined the defendant to be guilty. Wenn ich da mal auch ein bisschen Kritik üben darf, ich mag die Summation Examination ja total gerne. Es ist nur ein bisschen schade, dass wir halt schon wissen, dass es die gibt, weil immer, wenn dann so ein spannender Moment kommt, wo die Geschworenen alle schuldig stimmen, ist es halt scheißegal, weil wir halt eh eine Summation Examination, also ein Geschworenen-Plädoyer machen können. Und deswegen, also die Tatsache, dass wir das jederzeit einfach so machen können, eine Summation Examination, nimmt da die Gewichtung und die Spannung so ein bisschen weg, wenn sie alle schuldig sagen. Aber okay, ich mag die ja trotzdem total gerne. Wollte ich nochmal kurz erwähnen. So, was sagt ihr alle? Once a rogue, always a rogue, I say. Hm? Different breed to us law-abiding citizens. Okay, einmal ein... Warte, ich weiß genau, was Rogue ist. Warte, ich weiß auch, was die Übersetzung davon ist. Warte, ich weiß es. Mann, was heißt ein Rogue zu Deutsch nochmal, verdammt. Ich würde es nicht nachgucken, das weiß ich doch. Schurke einfach. Ich dachte sogar, dass Rogue noch etwas Spezielleres heißt, also auf welche Art von Schurke quasi. Das wusste ich gar nicht, aber das ist allgemein einfach ein Schurke. Ja, okay. Dann wusste ich es doch nicht. Auf jeden Fall. Einmal ein Schurke, immer ein Schurke, sagt ihr. Das ist quasi eine ganz andere Rasse als wir, die wir uns an die Gesetze halten, sagt er. Weil er hält sich an Gesetze und deswegen ist er eine andere Rasse als die Schurken, die sich nicht dran halten. Und einmal Schurke, immer Schurke. So. As only two bullets were found at the scene, I would say the whole case is done and dusted. Da nur zwei Kugeln am Tatort gefunden wurden, würde ich sagen, dass der Fall damit abgeschlossen ist. Sie macht noch einen Wortwitz mit Dusted, wegen Dienstmädchen und so. Gibt es da im Deutschen auch einen Wortwitz? Der Fall ist... irgendwas mit Staub? Keine Ahnung, aber ja. Ne? Der Fall ist geklärt, weil da zwei Kugeln gefunden wurden. You don't need a stereoscope to see the truth here. Every which way you look at it, it was the pickpockets. Man braucht kein Stereoskop, um hier die Wahrheit zu sehen. Egal, aus welcher Perspektive man drauf schaut, es war auf jeden Fall die Taschendiebe. I never imagined that simple operation would cause me such grief. Er redet wieder über was ganz anderes. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass eine einfache Operation mir solch einen Groll bereitet. Ich weiß nicht, ob er immer noch davon spricht, dass er da sein Skalpell vielleicht im Körper von irgendeinem Patienten vergessen hat oder ob das eine andere Operation ist, über die er hier spricht, werden wir dann beim Angreifen herausfinden. So, dann sie. The accused attempted a theft on the previous day. I can see I'm in for a busy day ahead. Was? I can see I'm in for a busy day ahead. Ich verstehe nicht, was sie damit meint. Also beim ersten Satz sagt sie, die Beschuldigte hat am Tag zuvor hat halt versucht, da auch schon zu stehlen. Attempted a theft, genau, ja. Und dann I can see I'm in for a busy day ahead. Okay, und dann sagt sie noch, dass sie noch einen Geschäftigten, einen vollen Tag vor sich hat. Hä, was meint sie denn damit? Verstehe ich nicht. Vielleicht redet sie da gerade mit jemand anderem quasi über Morsezeichen. Weiß nicht. Also sie sagt auf jeden Fall, die Beschuldigte hat halt davor, am Tag davor schon, wollte sie schon stehlen. Deswegen ist sie eine Diebin und bleibt immer eine Schurkin, deswegen hat sie ihn umgebracht. Ja, quasi was ähnliches, was auch Gary Depp sagt. Okay. I am ballistics expert. I have seen many shootings. There is nothing I do not know about guns. Okay. Ich bin ein Ballistik-Experte, gibt's glaube ich im Deutschen auch. Ich habe schon viele Schießereien gesehen. Es gibt nichts, was ich über Waffen nicht weiß. Die Maus ist so süß. Okay. It would seem there's a little remaining room for doubt.
Have to admit, I was rather bowled over by the argument put forward by the chap in black. But when that fell apart like a house of cards, I saw that I'd jolly well been hoodwinked. Well, no more. The whole courtroom is turning against me, wie immer. It's not fair. Iris? The prosecutor's being mean. Just because Ginny's done something, some things she shouldn't have done in the past, that doesn't make her a murderer. Sehe ich auch so. Allow me to savor this fruity vintage, while I savor the spectacle of your fruitless debate on the matter. Here's to the truth coming out, eventually. That's enough preamble! Counsel, proceed with the summation examination! Yes, my lord. Ich mag ja Van Sieks total gerne. Ich mag ihn wirklich richtig, richtig gerne. Wenn man was Negatives über ihn sagen könnte, dann finde ich, dass er, aber das gilt eigentlich für alle Charaktere hier, ein zu großes Schubladendenken hat. Und rassistisch ist er ja auch ziemlich gegen Japaner. Aber das kann man ja allgemein als Schubladendenken irgendwie bezeichnen. Weil er mag Japaner einfach nicht und er denkt, wenn jemand einmal eine Tat begangen hat, nämlich ein bisschen Taschendieb ist auch nicht toll, ja, aber ist nicht so schlimm wie Mord, dann sagt er halt gleich, ja, eine Taschendiebin hat bestimmt auch den Mord begangen, muss sie ja quasi, ja. Aber gut, dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Beim nächsten Mal dann volles Rohr, die Summation Examination. Ich werde wieder schön die Aussagen angreifen und hoffentlich dann zwei Aussagen gegenüberstellen können. Noch zu Beginn habe ich jetzt, glaube ich, nichts so direkt gefunden. Da sind sie sich sogar eher einig, weil viele von ihnen halt quasi einfach sagen, ja, Gina ist halt eine Schurkin und deswegen war sie bestimmt auch die Mörderin. Das sagen gleich ein paar von denen so ungefähr. Aber der alte Mann sagt wieder irgendeinen Käse, wo ich dann noch nachfragen muss. Also da haben wir noch einiges zu klären beim nächsten Mal dann. Okay, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.